Jetzt hören wir noch zum Abschluss einen Vortrag von Dr. Hartmut Gehrung, auch Facharzt hier in Heidelberg niedergelassen. Und auch er beschäftigt sich intensiv mit der Problematik der Corona-Pandemie und insbesondere auch mit den neuesten Entwicklungen am PAI und mit dem Brief des ehemaligen BKK-Vorsitzenden. Hartmut, begrüßen Sie. So, hallo. Mir geht es auch so wie dem Gunther. Es ist ganz viel schon gesagt worden und ich möchte es jetzt nicht wiederholen. Viele kennen die Details zu der Frage, wie viel Nebenwirkungen gibt es bei der Impfung. Und ich möchte aber eine Sache hervorheben und am Anfang betonen. Ich glaube, jeder Einzelne, der hier steht, ist wichtig. Bei anderen Katastrophen in der Geschichte, Schweinegrippe beispielsweise, Narkolepsie, hat es 3 Jahre gedauert, bis das Ganze aufflog. Und noch viele Jahre mehr, bis die Menschen, die davon geschädigt wurden durch Narkolepsie, anerkannt wurden. Bei Contagan hat es 4 Jahre gedauert. Und unglaublich viele Millionen, die Bayer in den 4 Jahren noch geschäffelt hat und nie zurückgezahlt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig für jeden Einzelnen, der hier steht, dass er trotzdem durchhält und andere motiviert, andere aktiviert. Wir sind jetzt so ungefähr 200, wir sind nicht 20.000. Aber ich denke, wir sind im Moment gerade im Windschatten der Ukraine-Krise. Das ist nicht so einfach. Ich möchte jetzt einiges weglassen von dem, was ich geplant hatte. Mir sind 2 Dinge wichtig. Ich bin ja Facharzt für Psychotherapie und Facharzt für Innere. Der erste Teil wird medizinisch sein, der zweite psychotherapeutisch. Und der ist mir wichtiger. Über die Seite wird nicht so viel gesprochen, über die psychotherapeutische, psychologische Seite. Zum ersten Teil aber dennoch, was ich gefunden habe, ist zum wichtigen Thema Underreporting, also der Frage, wie viele der Nebenwirkungen werden denn tatsächlich gemeldet. Da bin ich seit vielen Monaten am Forschen und habe eine Studie aufgestöbert, die datiert auf den März letzten Jahres. Die wurde im USA gemacht und es ist eine prospektive Studie. Das sind die besonders wertvollen. Da wurde eine Kohorte, so heißt es, also eine große Gruppe von über 60.000 Mitarbeitern des Massachusetts General Hospitals beobachtet über Monate und geguckt, wie geht es ihnen denn nach der Impfung. Und da haben die einen Punkt rausgegriffen, nämlich die Anaphylaxie, die ganz eindeutig auf die Impfung zurückzuführen ist. Da gibt es überhaupt keine Zweifel. Zu 100% ganz klar. Du kriegst den Impfstoff gespritzt und innerhalb von Minuten bis maximal eine halbe Stunde hast du deine anaphylaktische Reaktion, also eine allergische Reaktion, die den Kreislauf nach unten sausen lässt. Und wenn unbehandelt, kann man daran sterben und tut man das in der Regel auch. Behandelt, überlebt man das fast immer. Diese Ereignisse wurden aufgezeichnet und man kam auf eine Rate von 2,5 pro 10.000. Das ist nicht so oft. Und wie gesagt, haben in dem Fall alle überlebt, weil sie rechtzeitig behandelt wurden durch Adrenalin. Mir kommt es aber jetzt nicht auf die Anaphylaxie an, mir kommt es auf was anderes an, das Underreporting. Denn man konnte jetzt finden, in dem Pendant des Paul-Ehrlich-Instituts in den USA, das heißt VAERS, Vaccine, ich kann es nicht mehr genau sagen, wie es abgekürzt heißt, die haben gemeldete Fälle von Anaphylaxie bei dieser Impfung, Covid-19, von 0,05 pro 10.000, nicht von 2,5. Das heißt, wir reden davon, dass ein Faktor 50 weniger gemeldet wurde, selbst bei so ganz klaren, eindeutig zuordnenbaren Diagnosen wie Anaphylaxie. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Es wird auch in anderen, es gibt Studien, wo das Underreporting auf 1 zu 100 oder 1 zu 200 benannt wird. Aber bei Anaphylaxie ist es so eindeutig, da ist es nicht ganz so schlimm. Aber schlimm genug, wenn wir das jetzt auf uns umrechnen. In Deutschland, wir haben mittlerweile 2.255 Todesfälle durch die Impfung, mit oder an, wie das so schön gesagt wird. Und wenn wir die mal 50 nehmen, dann sind wir da bei 112.000. Das ist schon eine gewaltige Zahl, mit oder an verstorben. Dann können wir die Zahl nochmal weiter spezifizieren. Viele von Ihnen, von euch, kennen ja den Professor Schirmacher, der in Heidelberg viele Leichen obduziert hat,
die mit oder an der Impfung gestorben sind, und gefunden hat er eine Rate von 30-40%, die kausal auf die Impfung zurückzuführen sind. Also doch eine substanzielle Größe. Das heißt, von den 112.000 bleiben dann 40.000 Menschen übrig, die tatsächlich kausal an der Impfung gestorben sind, wenn man das so übertragen kann. Wir reden von Schätzungen. Auf jeden Fall ist eines klar: Das Paul-Ehrlich-Institut rechnet es so weit runter, dass von den 2.255 Toten mit und an Impfung noch 85 übrig bleiben. Die seien gesichert. Das ist eine katastrophale Kleinreden dessen, was tatsächlich passiert. Wir haben also 85 anerkannte Gestorbene nach der Impfung versus vielleicht 40.000, vielleicht weniger, vielleicht mehr. Das ist katastrophal. Und ich gehe damit meinen Vorredner konform, diese Blase wird platzen, das wird rauskommen. Und ich glaube, jeder, der wie ihr hier auf der Straße ist und sein Gesicht zeigt, und wie vorher doch beeindruckend, wenn die Leute auch mindestens Verwunderung auslöst, die Leute ein bisschen irritiert und zum Nachdenken anregt, kann dafür sorgen, dass es ein bisschen früher rauskommt. Was rauskommen wird und muss, kann nicht anders sein. So, ich möchte so viel zum Medizinischen belassen. Der zweite Teil, da geht es mir um Folgendes. Wir haben, wie Gunter Frank auch schon sagte, eine Atmosphäre der Angst. Da hatte ich letzten Mittwoch schon was zu gesagt. Diese Angst führt dazu, dass wir in der Regel unter Stress dann in drei verschiedene Reaktionsmuster geraten, die wir unter Stress so machen. Entweder Kampf, das kennen wir alle, dann wird diskutiert und dann wird mit Argumenten um sich geschlagen. Oder Flucht, dann zieht man sich zurück. Oder man geht in Poach-Reflex. Das ist auch bei Tieren schon so, diese Reaktionsweisen. Das kann man alles beobachten in unserer Gesellschaft. Und ich denke, es wird nicht zuletzt ausgelöst, ich möchte es kurz zusammenfassen, was ich letzten Mittwoch sagte, dadurch, dass mangelnder Rückhalt ist, beispielsweise vom Paul-Ehrlich-Institut. Das ist nur ein Beispiel. Ich könnte auch andere anführen, die als Politiker im Moment versagen. Durch den mangelnden Rückhalt werden wir auch in Kontakt gebracht mit zum Teil frühkindlichen Traumata, die doch viel mehr von uns haben, als man sich erstmal denkt. Also in meiner Praxis, psychotherapeutischen Praxis, sind es ein Viertel etwa der Klienten. Und da kann ein früher Krankenhausaufenthalt der Grund sein. Bei nicht wenigen sind es lautstarke Streits der Eltern. Das reicht schon, um frühkindliche Traumata auszulösen. Das ist überwältigend, erschreckend für so ein kleines Baby oder Kleinkind. Und ich bin dabei, die Folgen davon in meiner Praxis zu behandeln. Das sind mehr Menschen, als wir denken. Und all diese Menschen, von denen etliche bei uns jetzt auch da sind, ich oute mich mal, ich gehöre da auch dazu, muss ich sagen, die haben Emotionen, die sehr stark sind, je nach getriggert sein. Die sind überwältigend, die sind überschwemmend, und es ist nicht so ganz einfach, die zu handeln. Und es gibt aber hervorragende Tools. Und das war das, was ich im letzten Mittwoch versprochen habe. Wie gehen wir denn damit um? Das Beste, was ich kenne, ist Präsenz. Diese Emotionen nicht verdrängen, denn wenn sie nämlich kleiner, das ist wie ein Wasserball unter Wasser halten. Der kommt irgendwann wieder hoch, das ist es nicht. Aber auch nicht ausagieren. Ich werde dann laut oder schlage vielleicht sogar zu, bloß nicht. Sondern stehen bleiben und wahrnehmen, das ist die Kunst. Und das kann man regelrecht üben. Ich übe das in meiner Praxis mit jedem Einzelnen. Und es ist tatsächlich ein hervorragendes Tool, mit schwierigen Emotionen umzugehen. Es durch einen durchgehen lassen, und das Erstaunliche, was dabei passiert, diese Emotionen verschwinden. Wenn wir sie da sein lassen, gehen sie weg. Das ist paradox. Wenn ich sie verdränge, werden sie eher mehr. Wenn ich aggressiv bin und es verdränge, wird es eher mehr verdrängen. Also Präsenz, das, was Kinder noch so hervorragend können, ich meine, es sind die Kleinen, die in, im Vorkindergarten sind. Die können das noch hervorragend. Die sind noch nicht, ich würde mal sagen, versaut durch unsere Erziehung. Die lassen die Emotionen durch sich durch. Die haben vielleicht einen Streit gehabt mit ihren Geschwisterchen und sind verzweifelt, entsetzt. Lassen es einmal durch sich durch und 10 Minuten später spielen wir zusammen und es ist alles gut. Wir können so viel lernen von diesen Kleinen. Das ist was, was wir hier machen können, mit dem, was ausgelöst ist, was auch uns, wie wir hier sind, hier und da wahrscheinlich trifft, eine Grundstimmung von
Angst. Und was ich noch sagen möchte, es wird noch ein bisschen sagen wir, radikaler. Ich habe festgestellt, in den vielen Gesprächen mit Menschen, die komplett anderer Ansicht sind. Ich gebe nur das bis heute, dass ich immer noch im Gespräch bin. Mit meinem Ex-Gemeinschaftspraxispartner, der bisher ca. 5000 Menschen geimpft hat. Aber immerhin sind wir im Gespräch über die Frage, wie können wir denn abwägen Impfwirkung und Impfnebenwirkung. Und ich möchte keine vorschnelle Antwort dafür haben. Es hängt auch sehr vom Alter ab. Und mein Ex-Gemeinschaftspartner wird zum Beispiel keine Kinder impfen, was ich ihm sehr anrechne. Er sagt, es macht null Sinn. Die sind praktisch nicht gefährdet und die Impfung schadet mehr als sie nützt. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Freundin, die sagte, es ist so anstrengend, die ist geimpft und ist sehr mainstreammäßig drauf, es ist so anstrengend, sich mit Ungeimpften zu unterhalten. Ja, das stimmt. Es wackelt nämlich das Weltbild. Was ich letzten Mittwoch versucht habe zu sagen, ist, wenn so viel Angst da ist, so viel Unsicherheit, und wir in heftigen Kontakten mit unseren frühkindlichen Traumata sind, dann suchen wir jeden Strohhalm von Sicherheit. Und wenn es diese irrsinnige Behauptung ist, die Impfpflicht würde irgendwas lösen oder die Impfung würde irgendwas lösen. Es gibt so viele Menschen, die bis heute daran festhalten. Und ich habe festgestellt, wenn ich dann mit diesen Menschen in Kontakt trete und spreche, man kann sich den Mund fusselig reden. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendjemanden, der das auch erfahren hat. Ich war, denke, wahrscheinlich jeder von uns hier. Aber ich habe Folgendes festgestellt. Wenn ich für mich die Haltung habe, ich würde das nie machen, was du machst. Ich würde nie so, so nachlässig aufklären. Und wenn ich das mache aus einer Haltung von einer gewissen Arroganz raus, die mir vielleicht gar nicht so auffällt, dann erreiche ich erst recht nichts. Und was ich dann festgestellt habe, wenn ich das, was ich dem anderen vorwerfe, mangelnde Sorgfalt, einfach mal gucke, wo habe ich es denn bei mir, werde ich immer fündig. Das habe ich irgendwann entdeckt, Mitte der 90er Jahre, dass wir von morgens bis abends projizieren. Wir haben einen Vorwurf, ich sage ein Beispiel. Der Herr Wieler, Robert-Koch-Institut, der hat irgendwann im Dezember rausgelassen, wenn diese 50.000 Menschen infiziert sind, so wie es jetzt wahrscheinlich der Fall wird, dann werden unweigerlich pro Tag 400 Personen sterben. Mehr als hier, doppelt so viele. Das kann einen erschrecken. Jeden Tag 400. Und ich dachte, du Idiot. Denn, was er nicht dazu sagt, man sicherlich weiß, es sterben pro Tag 2.600 Menschen in Deutschland. Es müsste er dazu sagen. Dann sieht die Sache anders aus. Es werden im Winter natürlich auch Menschen an der Lungenentzündung sterben. Die können ja nicht alle an Krebs sterben oder Herzinfarkt. Die müssen auch an Infekten sterben. Das ist normal. Und das sagt er nicht dazu und er verbreitet Angst und Schrecken. Und ich habe vorgeworfen innerlich, ich war voller Empörung, was er da macht. Angst mache aufgrund von Weglassen von Informationen. Nicht wirklich Lüge, aber es ist sehr nahe dran. Und dann habe ich mich erwischt, indem ich mich dann gefragt habe, wo habe ich es denn? 2 Wochen später gucke ich, Südafrika hat die Omikron-Variante hinter sich gebracht. Herr Drosten meinte, die haben ihren Preis bezahlt. Ich wollte nachgucken, wie viel haben sie bezahlt. Naja, die Übersterblichkeit ist wie in Deutschland. Ist alles okay. Ne? Kann man vergleichen. Nur, es war in der Presse diskutiert, ob die vielleicht zu wenig ihre Toten melden. Faktor 1 zu 3. Dann wäre die Übersterblichkeit schon horrend höher. Dann hätte ich einfach nicht mehr recht, dass Omikron harmlos ist. Was war die Versuchung, der Bestand, also ich erzähle es jetzt offen, ehrlicherweise, die Versuchung war, diese Überlegungen gerade mal wegzulassen. Wie der Herr Wieler auch, habe ich mich sozusagen erwischt. Und ich denke, wir müssen, was wir hier machen, ist hochanspruchsvoll, Frieden in der Welt zu bringen. Wir müssen bei uns selber anfangen. Wo ist das, was wir anderen vorwerfen, vielleicht in uns? Es ist anspruchsvoll, was wir machen, dass wir immer noch hier stehen, obwohl, ich muss auch zugeben, manchmal geben wir die Puste aus. Nochmal und nochmal und nochmal. Und obwohl Ukraine-Krise im Vordergrund ist. Und ich denke, es ist so wichtig, dass es nicht so lange dauert wie bei Kuntergat vielleicht. Also ich möchte Sie mit euch ermutigen.